Das hat 500 Gramm und ich habe das mal an einem Abend so in 10 Minuten weggehauen. Einfach weil es so lecker geschmeckt hat. Da wundert ihr euch wahrscheinlich immer, warum ich nicht dick bin, ne? Ich weiß auch nicht. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Mir auch. Danke. Guck mal, ich habe jetzt in meinen letzten Videos immer noch was an die Begrüßung ergänzt. Wow. Heute wird es Zeit für einen nächsten Teil meines Formates. Ich teste alle Produkte von einer Sorte, die es im Supermarkt gibt. Wie habe ich denn das nochmal letztes Mal genannt? Ich teste alle Sorten aus dem Supermarkt. Ja, das ist, glaube ich, leichter. Bis jetzt hatten wir 5-Minuten-Terrinen und wir hatten letztes Mal Pringles. Und heute steht, habe ich in den Kommentaren gelesen, Schokopuddings an. Oder ich bin selber drauf gekommen, ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich eben einkaufen und habe einfach alle Schokopuddings gekauft, die es da gab. Die Verkäuferin dachte auch so, warum kauft dieser Typ so viele verschiedene Sorten Schokopudding? Genau, ich zeige euch die mal kurz. Ich muss kurz zum Kühlschrank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tada! Also ich habe wirklich alle gekauft, mehr gab es nicht. Ich dachte erst so, okay, Schokopuddings, boah, da findest du bestimmt 20, 30 verschiedene. Aber war halt nicht so. Zumindest in dem Laden, wo ich war, Rewe, ne? Kennt ihr ja vielleicht. Ich muss sagen, früher habe ich sehr, sehr oft diesen hier gegessen. Von Nein. Also nein, nicht von dieser Marke, sondern von einer anderen Marke. Der sah aber vom Design her gleich aus. So dieser typische Schoko-Sahne-Joghurt halt. Also das hier sind alles Schokopuddings, entweder mit oder ohne Sahne. Die probieren wir heute, verteilen wieder Punkte von 1 bis 10 und haben dann am Ende den besten Schokopudding. Das Ganze wird es in Zukunft auch noch mit anderen Produkten geben. Eure Wunschprodukte in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Gebt den Kommentaren, die euch gefallen, Daumen nach oben, dann sehe ich das ja. Abonniert den Kanal, jeden Tag 19 Uhr neues Video. Ich muss jetzt erstmal kurz ein Thumbnail machen. Oh nein! Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Jeder Joghurt bekommt eine Punktzahl von 1 bis 10. Die werden am Ende sortiert. Dann haben wir hier den besten, hier den schlechtesten. Und ich muss sagen, ich habe von diesen ganzen Joghurts bis jetzt noch gar keinen probiert. Außer halt den hier unten. Ah, und den hier. Obwohl nicht mal den hier. Das ist dieser Bla-Pudding. Habe ich nur Vanille-Edition mal getestet. Wir fangen einfach mal mit dem hier oben an. Und zwar ist es, was haben wir denn hier? Oh, ich sehe gerade, das ist gar nicht 100% Schoko, sondern Nussschoko. Naja gut, riecht aber lecker. Probiere ich mal. Schmeckt aber schon sehr nach Schokolade. Alter, mega gut. Ich glaube, bei dem Video wird mir eigentlich alles gut schmecken. Und danach ist mir wahrscheinlich schlecht. Leute, richtig guter Joghurt. Ich fange hier direkt mal an mit 8 Punkten. 8 Punkte ist gut, also hat mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. So, machen wir weiter mit dem Almigurt. Also Almigurt Joghurts auch von Ehrmann. Ehrenmann. Irgendwer hat sich ja mal einen Spaß erlaubt und aus diesem Ehrmann Ehrenmann gemacht. Finde ich lustig. Ich dachte immer, Almigurt wäre eine eigene Marke. Jetzt checke ich gerade, dass das Ehrmann ist. Den habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Ich kenne nur von dieser Marke so diese Himbeerjoghurts, Erdbeerjoghurts, Schokolade. Ich bin mal gespannt, ob die das auch können. Der Rest schmeckt auf alles, was ich bis jetzt von denen mal gegessen habe, ist aber nice. Boah, das sieht, boah. Leute, das sieht ja schon so geil aus, ne? Der hier lag preislich auf jeden Fall unter einem Euro. Der hier drüber ist ja auch mehr drin, deswegen ist das in Ordnung. Leute, gebt euch das mal. Schaut mal hier rein. Alter. Hä? Gut, mir fällt gerade auf, das hier ist natürlich eher so ein klassischer Joghurt, ne? Wobei, ich frage mich, was ist denn der Unterschied zwischen einem Joghurt und einem Pudding? Für mich ist das eigentlich das Gleiche. Falls ihr da eine genaue Definition habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das schmeckt mir allerdings ein bisschen zu wenig nach Schokolade. Das schmeckt eigentlich gar nicht nach Schokolade. Das ist so das Problem. Muss ich leider sagen, überzeugt mich nicht. Deswegen gibt es hier auch nur 6 von 10 Punkten. Machen wir mal mit dem Landliebe-Joghurt weiter. Landliebe. Das klingt auch direkt immer richtig gesund, ne? Oh, schön von Landliebe. Frisch, gesund. Und dann gibt es halt auch einen Schoko. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass der so gesund ist, aber riecht auf jeden Fall geil. Oh, Leute, ey. Ich muss ja sagen, bevor ich den esse, am krassesten so vom Aussehen her ist ja auf jeden Fall dieser hier, ne? Gebt euch den mal. Ich mach mal kurz hier einen Beauty-Shot rein von diesem Joghurt. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. Hier unten dann noch schön mit dieser Vanillecreme, oben Schokopudding. Okay, gut, weiter geht's. Boah, ne. Warte mal. Der schmeckt extrem krass nach Schokolade. Und schon ein bisschen zu künstlich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Da ist so ein bitterer Nebengeschmack bei. Ich hätte gerade gedacht, vielleicht ist es so Zartbitterschokolade. Aber steht ganz normal Schokolade drauf. Keine Ahnung. Überzeugt mich auch nicht ganz. Deswegen gibt es auch hier von mir 6 von 10 Punkten. Ja.
Das ist eine super Note. Kommen wir zu meiner Lieblingsmarke. Nein. Ich muss sagen, früher zum Beispiel, ich habe diese Sahne auf diesen Joghurts gehasst. Ich habe nie verstanden, warum da Sahne drauf ist. Früher war ich überhaupt kein Sahne-Fan. Heutzutage muss ich sagen, schmeckt eigentlich gut. Mhm. Naja, wir wollen ja die Schokolade haben. Überzeugt mich gar nicht. Erstmal muss ich sagen, das hier war mit 35 Cent der günstigste Joghurt von allen. Und für 35 Cent erwartet man jetzt ja auch nicht die Welt. Aber trotzdem muss ich sagen, immer wenn ich was von der Marke Nein probiere oder mich dazu entscheide, okay, das ist jetzt günstiger, nimmst du mal das und nicht das Originalprodukt, dann ist das immer gut. Und die Qualität ist eigentlich genau wie beim Original. Hier muss ich jetzt sagen, auch wenn ich den Schoko-Joghurt, Schoko-Pudding, was auch immer, den ich früher mal gegessen habe, der halt genauso aufgebaut war und genauso aussah, nicht gefunden habe, vermutlich weil dieses Produkt den verdrängt hat, einfach weil es deutlich günstiger ist, schmeckt allerdings meiner Meinung nach nicht mal annähernd so gut. Auch halt extrem künstlich. Deswegen gibt es von mir hier lieb gemeinte 4 von 10 Punkte, mehr allerdings nicht. Sorry. Wenn ich im Internet auch ein Foto von diesem Pudding, Joghurt, Digga, ich komm durcheinander. Guck mal, gute Idee, wir mischen jetzt einfach das Wort Joghurt und Pudding und machen Joding, weil dann haben wir halt so eine Verallgemeinerung. Wenn ich diesen Joding im Internet finde, blende ich euch den hier mal ein, also den, den ich früher immer gegessen habe. Und jetzt kommen wir zu, ich habe ja nicht mal die Hälfte. Kommen wir als nächstes zum Vla-Pudding. Also ich glaube, das ist eine holländische Marke und die Vanille-Variante davon, die ist schon heftig geil. Also da sitze ich da manchmal abends, nehme mir so einen Löffel, nimm noch einen und da sind halt, ach nee, das ist noch größer, was ich esse. Das hat 500 Gramm und ich habe das mal an einem Abend so in 10 Minuten weggehauen, einfach weil es so lecker geschmeckt hat. Da wundert ihr euch wahrscheinlich immer, warum ich nicht dick bin, ne? Ich weiß auch nicht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Boah, das ist schon heftig, brutal. Ich könnte den schon wieder leer essen. Bin ich mir direkt 100% sicher, 10 von 10, besser geht nicht. 11 von 10, ich gebe 11 von 10 Punkte, habe ich noch nie gemacht, aber das ist wirklich ein Schokoladenpudding. Next Level. Ach nee, guck mal hier, das sind sogar die 500 Gramm. Habe ich denn dann 750 Gramm gefuttert davon? Ich weiß nicht mehr. Hat 1,69 Euro gekostet. Finde ich aber preislich okay. Man hat ja auch eine große Menge. Also 11 von 10, besser geht nicht. Ganz kranker Joding. Testen wir den Schoko-Joding von Mövenpick. Ja. Sieht irgendwie nach ziemlich wenig aus. Oh, da sind sogar Schokoladenstückchen drin. Mhm. Auch gut. Was mir bis jetzt auf jeden Fall aufgefallen ist, jeder Joding schmeckt anders nach Schokolade. Also die schmecken natürlich alle nach Schokolade, der eine mehr, der andere weniger, aber irgendwie immer anders. Der hier ist nice, kriegt von mir 8 von 10 Punkte, das heißt, du kommst hier hin, genau, da. Kommen wir zum nächsten, bin ich sehr gespannt drauf, Schokoladenpudding Sylt, aus Sylt, ah okay. Das war glaube ich der teuerste, wobei der hat glaube ich auch 1,69 gekostet. 375 Gramm, ja, mhm. Leute, auch gut. Verdammt gut. Mm. Richtig lecker. Schnell mal wieder zumachen, sonst esse ich davon zu viel. Kriegt 9 von 10 Punkte. Hat mich jetzt nicht zu 100% überzeugt, aber es war schon ganz nah dran. Guter Geschmack, schmeckt nicht künstlich, kann ich empfehlen. Und wie gesagt, den habe ich vorher noch nie gesehen. Sylter Schokoladenpudding. Ey, ich mache mal meinen eigenen Pudding. Alex Wies Joding. So langsam merke ich, dass das Ganze gerade nicht gut ist. Hier haben wir den nächsten Schokoladenpudding. Guck mal, da sind so Sahnetörtchen oben drauf. Wie viel Gramm sind das? Ach, das sind doch keine 115 Gramm. Das sind maximal 50. Guck mal, wie klein das ist. Schmeckt aber dennoch gut. Ich will davon jetzt... Ach komm, einmal noch hier. Der schmeckt so ein bisschen wie dieser hier, den ich halt früher gegessen habe. Von der Schokolade her. Deswegen gibt es von mir auch hier 9 von 10 Punkte. Kommen wir zum nächsten Schoko-Joding. Schoko-Joding mit Soße-Vanille-Geschmack. Mhm. Ich meine, den habe ich mir irgendwann mal mitgenommen, einfach weil ich den so nice fand. Der hat mich so angelächelt, weil es so lecker aussieht. Aber dann hat er mich kaum überzeugt. Deswegen bin ich mal gespannt. Hier merke ich auf jeden Fall direkt eine sehr feste Konsistenz. Oh, das schmeckt ja wie Glibber. Boah, das schmeckt wie Wackelpudding. Guck mal. Was ist das denn? Puh. Alter, wer mag denn sowas? Boah, brauche ich auch nicht weiter essen. Genau das war das. Das hatte ich noch im Hinterkopf. Irgendwann hattest du den schon mal. Ach, warte mal. Muss man den auf den Kopf stellen? Fällt mir gerade auf. Steht zumindest hier so drauf. Naja, aber an sich geht es ja hier um die Schokolade. Deswegen, nicht gut. 2 von 10. Oh, ich glaube, das ist der Verlierer heute. Und dann haben wir zum Schluss den nächsten von Müller. Schokopudding mit Sahne. Ach, guck mal, und der ist jetzt sogar dunkle Schokolade. Sieht man auch. Mhm. Ah doch, jetzt schmeckt ein bisschen bitterer, ja. Allerdings nicht so bitter wie der, den wir eben hatten von Landliebe. Ist auch geil. Hm, 8 Punkte. Komm. Boom. Boom. Kommst hier zwischen. Leute, aber ohne Spaß, wenn ihr den hier noch nicht probiert habt, Vla, heftig. Also, das hat mich voll überzeugt. Nochmal kurz zusammengefasst, 2 Punkte, 4 Punkte, 6 Punkte, 6 Punkte, 7, 8, 8, 8, 9, 11.
glaube ich. Irgendwie so. Also, war ein entspanntes Video. Jetzt weiß ich, welchen Schokopudding ich das nächste Mal auf jeden Fall mitnehme. Und zwar den hier. Obwohl ich wirklich selten sowas esse. Eure Aufgabe ist es jetzt erstmal, die Glocke zu aktivieren, den Kanal zu abonnieren und mir in die Kommentare weitere Produkte schreiben, von denen ich mal alle Sorten testen soll. Ich bin gespannt. Checkt auch die letzten beiden Parts ab, die schon online sind. Und wir sehen uns dann morgen um 19 Uhr wieder. Gibt's ein neues Video. Morgen kommt ein wirklich cooles Video mit einem sehr, sehr coolen Gast. Freut euch darauf. Haut rein. Ciao.